In der Erwachsenenbildung geht es oft darum, Inhalte zu veranschaulichen, Daten übersichtlich aufzubereiten und Ideen zu visualisieren. In diesem Video zeigen wir Ihnen KI-Tools, die Ihnen genau dabei helfen können. Wir starten mit Programmen für alle, die gern handschriftlich skizzieren. Dann kommen wir zu praktischen Lösungen für Brainstorming-Sessions. Als nächstes zeigen wir, wie Sie ChatGPT nutzen können, um Daten übersichtlich aufzubereiten, bevor wir zur Visualisierung von Lerninhalten kommen, ein besonders wichtiger Anwendungsfall in der Erwachsenenbildung. Zum Abschluss zeigen wir Ihnen noch ein KI-Werkzeug für hochwertige Grafiken, das uns besonders begeistert hat. Wir starten mit einem Online-Tool, mit dem man handgezeichnete Diagramme in Online-Diagramme, in digitale Grafiken umwandeln kann. Und das ist natürlich sehr praktisch für alle, die gerne handzeichnen. Das Tool nennt sich Sketch to Scheme und ist ein kleines Tool von einem holländischen Programmierer. Das heißt, es ist im Geltungsbereich der Europäischen Datenschutzgrundverordnung angesiedelt. Hier auf der Website von Sketch to Scheme sieht man gleich ein paar typische Anwendungsbeispiele. Und wenn das auch bei so verschwommenen Aufnahmen oder so zerknitterten Konzeptpapieren gut funktioniert, dann ist es doch wirklich praktisch für den Alltag. Ich klicke hier mal auf Go to Dashboard und komme dann auf eine Seite, auf der schon meine bisher bearbeiteten Diagramme gespeichert sind. Man sieht hier auch, dass man Credits braucht. Ja, es ist leider kein Gratis-Tool, sondern ich muss erst ein paar Credits erwerben. Im Moment, im Herbst 2024, ist es allerdings recht günstig. Man muss pro umgewandelter Grafik mit etwas unter 40 Cent rechnen. Und wenn ich hier Credits erworben habe, dann kann ich ganz einfach mit Drag und Drop da ein Bild herein importieren. Und wenn ich jetzt auf Recognize Sketch klicke, dann setzt sich der Prozess in Gang, bei dem die KI eben dieses Bild erkennt und in eine digitale Grafik umwandelt. Es kann dann auch mal passieren, dass ich hier eine Fehlermeldung bekomme. Dann wiederhole ich auch die Aufforderung und in den allermeisten Fällen habe ich dann eine korrekt umgewandelte Grafik. Und wenn ich mir hier anschaue, was da herauskommt, dann entspricht das wirklich ganz genau meiner Handzeichnung. Es wurden aber jetzt hier da die Monatsangaben nicht mit übernommen. Das heißt, ich möchte diese Grafik möglicherweise nachbearbeiten und dafür gibt es den Visual Editor. Und um den zu nutzen, kann ich hier einmal als erstes den Code kopieren und bekomme dann hier herunten eine Arbeitsfläche, wo ich einfach unter Einfügen erweitert den Mehrmet-Modus aufrufen kann und hier den kopierten Code einfüge. Und wenn ich da jetzt auf Einfügen klicke, dann wird mir eine bearbeitbare Form dieser Grafik generiert. Und jetzt kann ich die Grafik bearbeiten. Die blauen Punkte zeigen an, wo ich etwas verschieben könnte. Und ich kann natürlich dann da neue Farben auswählen. Ich kann auch in die Grafik, in den Text hineingehen und im Text irgendwas ändern. Und habe da eine ganze Reihe Möglichkeiten, kann natürlich auch neue Elemente hinzufügen und was ich denn sonst noch alles machen möchte. Und am Schluss kann ich einfach unter Diagramm exportieren auswählen, welches Grafikformat mir für meinen Export recht ist und die Grafik recht einfach herunterladen. Für alle, die gerne handzeichnen und gleichzeitig herzeigbare Ergebnisse brauchen, bewährt sich auch das Google-Tool AutoDraw. Die Website AutoDraw kann einfach aufgerufen und gratis genutzt werden. Und ich gebe hier mal eine Skizze ein und sobald ich aufhöre zu zeichnen, wird die KI versuchen zu erkennen, was das denn sein soll und mir mehrere Vorschläge machen,
für Grafiken, die das Ganze schöner darstellen. Ich höre jetzt auf zu zeichnen und erwarte hier oben ein paar Vorschläge und ich nehme halt diese Rose, die ich mit meiner Zeichnung auch gemeint habe, und ich kann diese jetzt auch ganz einfach als PNG herunterladen und habe da hier jetzt einfach eine schönere Version meiner Handzeichnung. Auf der Website von Autodraw heißt es, es gibt nichts, wofür man bezahlen muss, und es funktioniert überall und mit jedem Gerät, mit dem Smartphone, mit dem Tablet, dem Laptop und dem Desktop-Gerät. Ist wirklich sehr praktisch. Allerdings wird hier natürlich auf Grafiken unterschiedlicher Künstler, Künstlerinnen zugegriffen. Also Grafiker, Grafikerinnen haben da die Vorlagen dafür geliefert. Und wenn ich jetzt mein Lehrmaterial mit solchen Grafiken von Autodraw ausstatten würde, dann würde ich zumindest als Urheberhinweis anführen, dass die Grafiken von Autodraw stammen. Das CustomGPT Whimsical bietet eine unkomplizierte Lösung, um Visualisierungen zu erstellen, etwa um einen Brainstorming-Prozess anzustoßen. Für eine begrenzte Anzahl an Prompts geht das sogar mit einem gratis ChatGPT-Account. Das GPT kann ich wie immer unter GPTs erkunden, finden und aufrufen. Bei mir ist es hier schon in der Seitenleiste gespeichert. Und dann gebe ich gleich meinen ersten Prompt ein, erstelle ein Flussdiagramm zu einem typischen Planungsablauf eines Online-Workshops für Erwachsene. Zuerst erhalte ich eine Textausgabe und für die Visualisierung greift das GPT dann auf den Online-Dienst Whimsical zu. Damit das klappt, muss ich hier die Freigabe erteilen und dann beginnt das Tool schon mit dem Generieren. Ich finde dieses erste Ergebnis schon brauchbar, möchte aber vielleicht noch etwas ändern. Wenn ich kleinere Anpassungen vornehmen möchte, dann kann ich diese gleich in das Dialogfeld eingeben und das Diagramm wird auf Basis meines Prompts neu generiert. Eine praktischere Möglichkeit für umfassendere Änderungen ist, sich für das Weiterbearbeiten direkt auf der Plattform Whimsical zu entscheiden. Um das zu tun, muss ich hier klicken. Es ist jedoch nötig, sich einen kostenlosen Account anzulegen. Dann kann ich ganz schnell und einfach verschiedene Elemente ändern. Zum Beispiel kann ich Textfelder löschen oder verschieben. Oder ich kann Text ändern. Ich könnte aber zum Beispiel auch, so wie hier, Anpassungen im Design vornehmen. Ein großer Vorteil von Whimsical ist, dass ich es auch mit anderen GPTs kombinieren kann. Zum Beispiel mit jenen, die wir in Modul 7 gezeigt haben. Das GPT Consensus hat mir zum Beispiel auf meine Frage nach didaktischen Komponenten in Online-Workshops diese Liste generiert. Möchte ich den Inhalt nun mit Whimsical visualisieren, muss ich nur ein Add-Zeichen in die Chatleiste eingeben und Whimsical hinzufügen. Mithilfe eines einfachen Prompts, wie zum Beispiel erstelle mir dazu eine Mindmap, generiert Whimsical folgendes Ergebnis, das ich ebenfalls wieder wie gezeigt nachbearbeiten könnte. Das Tolle daran ist, dass das Diagramm nun nicht auf dem reinen Output von ChatGPT basiert, sondern eben auf den wissenschaftlichen Quellen, die mir Consensus vorgeschlagen hat. Selbstverständlich könnte ich Whimsical auch mit anderen GPTs kombinieren. Mindtree ist eine Google Chrome-Erweiterung, mit der in ChatGPT Mindmaps erstellt werden können. Die Google Chrome Extension ist kostenlos und erfordert selbst keine Anmeldung. Man muss sich aber bei ChatGPT anmelden, um die Erweiterung nutzen zu können. Sehen wir uns gleich mal an, wie das funktioniert. Zuerst lädt man die Erweiterung aus dem Chrome Web Store. Über das Suchfeld findet man sie unter der Bezeichnung Mindtree Mindmap for ChatGPT. Ist die Erweiterung dem Browser hinzugefügt, ruft man ChatGPT auf und meldet sich an. Nun sollte neben der Chat-Zeile das Mindtree-Symbol angezeigt werden. Klickt man darauf, kann man auch schon die erste Mindmap erstellen. Create Mindmap. Ich gebe hier den Prompt ein, eine Website erstellen und klicke auf Create. Mindtree generiert nun das Ergebnis und ich erhalte kurz darauf eine Mindmap, die einige Ideen oder in diesem Fall wichtige Schritte bei der Entwicklung einer Website ausweist. Hier also zum Beispiel Planung, Design, Entwicklung, Inhalt und so weiter. Jede dieser Ideen ist wieder weiter verzweigt, zum Beispiel Zielgruppe definieren, Funktionalität festlegen.
Wählt man nun eine der Ideen aus und klickt auf Expand, werden weitere Verzweigungen unter diesem Punkt erstellt. Ich kann mir aber auch jederzeit eine der Ideen erklären lassen, indem ich auf Explain klicke. Dann öffnet sich auf der rechten Seite das Chat-Dialogfenster und ChatGPT beantwortet die Anfrage und erklärt mir also diesen Knotenpunkt. Ich kann auch neben Explain auf das Fragezeichen klicken und erhalte dann Vorschläge für eine mögliche Frage. Zum Beispiel, welches Content-Management-System bietet die beste Anpassbarkeit für meine Anforderungen? Die Mindmap kann auch als PNG-Datei heruntergeladen werden oder als Markdown kopiert werden. Neben der Darstellung als Mindmap werden die gesamten Anfragen auch in Chatform samt Markdown angezeigt. Entweder hier auf der rechten Seite im Sideboard oder wenn man zur klassischen Ansicht von ChatGPT zurückkehrt. Beim Anlegen einer neuen Mindmap kann auch gleich die gewünschte Absicht bzw. ein Verwendungszweck angegeben werden. Zum Beispiel, um ein Projekt zu planen, etwas zu lernen oder eine Zeitleiste zu erstellen. Die grafische Darstellungsform bleibt aber dennoch immer dieselbe, nämlich wie beim Brainstorming als verzweigter Baum. Mindtree eignet sich sehr gut fürs Brainstorming, für die Unterteilung von Projektphasen oder um ein Thema in einzelne Lerneinheiten zu gliedern. Da sich die Mindmap jederzeit erweitern lässt und man ChatGPT zu einem bestimmten Unterpunkt befragen kann, eignet sich Mindtree auch zum Lernen. Visualisierungen sind auch zur Aufbereitung gesammelter Daten nützlich, zum Beispiel von Informationen zu bestimmten Zielgruppen, zur Auswertung von Feedbackbögen oder von Userverhalten. Auch für diesen Anwendungsfall bietet ChatGPT eine praktische Möglichkeit. Ein großer Vorteil davon, die erstellten Visualisierungen können im Dialog mit dem Chatbot noch ganz leicht angepasst werden. Wie das funktioniert, zeige ich jetzt anhand einer fiktiven Feedback-Tabelle zu einem Workshop. Man sieht hier, dass die Fragen teils in Textform und teils in Form von Schulnoten beantwortet wurden und tabellarisch aufgelistet sind. Mit ChatGPT kann ich diese Daten nun ganz unkompliziert grafisch aufbereiten. Dazu lade ich das Dokument zunächst in einen neuen Chat hoch. Alternativ könnte ich die Daten auch einfach in das Chatfenster eingeben. Im nächsten Schritt gebe ich einen Prompt ein. Und nach kurzen Startschwierigkeiten gibt mir ChatGPT zunächst als Text aus, auf welche Fragen im Dokument mein Prompt zutrifft. So kann ich den Prozess gut nachvollziehen. Anschließend generiert das Tool das erste Diagramm. Sollte ich mit dem Output noch nicht ganz zufrieden sein, dann kann ich dialogisch Nachbesserungen vornehmen, wie ich das zum Beispiel hier mache. Ich könnte auch die Farbe oder die Art des Diagramms ändern. Auf meinem Prompt hin wird das Diagramm dann neu generiert. Und jetzt bin ich auch zufrieden und lasse ChatGPT auch die restlichen Diagramme generieren. Downloaden kann ich sie schließlich im PNG-Format, aber Achtung, dann kann ich auch keine Anpassungen mehr vornehmen. Gebe ich in meinem Prompt nicht an, welche Art des Diagramms ich für geeignet halte, macht mir ChatGPT automatisch einen passenden Vorschlag. Die besten Ergebnisse erhalte ich jedoch, wenn ich einen passenden Diagrammtyp gleich im Prompt mit angebe. ChatGPT bietet einige verschiedene Darstellungsmöglichkeiten, Säulendiagramme oder wie hier Liniendiagramme, Kreisdiagramme oder auch Streudiagramme. Und noch ein kleiner Disclaimer zum Schluss. Auch bei dieser Anwendung gilt selbstverständlich, dass man darauf achten sollte, keine sensiblen Daten in ein KI-Tool hochzuladen. Mit MyLens lassen sich unterschiedliche Visualisierungen erstellen, zum Beispiel um Lerninhalte übersichtlich aufzubereiten. Derzeit, Stand Oktober 2024, gibt es 5 unterschiedliche Typen.
von Visualisierungen, die erstellt werden können, nämlich ein Zeitstrahl, eine Mindmap, ein Quadrant, eine Tabelle und neu hinzugekommen ist nun auch ein Flowchart. Die einzelnen Visualisierungen heißen Stories. Die können Teil eines Storyboards sein und in Ordnern angelegt werden, was eine gute Übersicht bietet. Interessant ist auch die Möglichkeit, Dateien hochzuladen, aus denen dann eine Visualisierung erstellt wird. Zur Auswahl stehen neben PDFs und Excel-Dateien zum Beispiel auch Bilder oder Texte, wie zum Beispiel Online-Artikel. Lernende können sich beispielsweise eine Mindmap zu einem PDF erstellen lassen und erhalten so eine hilfreiche Übersicht, die zum Lernen herangezogen werden kann. Ich teste das einmal mit einem PDF aus dem eBMOOC 2023 zum Thema Medienkompetenz und wähle als Visualisierung eine Mindmap und gebe dann auch den Prompt ein. Erstelle eine Übersicht der Inhalte im PDF. Die erstellte Mindmap bietet eine gute Übersicht über die im PDF enthaltenen Themen. Um weitere Knotenpunkte oder Zweige hinzuzufügen oder bestehende zu löschen, ist eine Prompteingabe erforderlich. Zum Beispiel entferne den Knotenpunkt Desinformation. Alle Erweiterungen und Änderungen, die per Prompteingabe erfolgen, führen dazu, dass eine neue Story erstellt wird. Die vorigen Versionen bleiben aber erhalten und man kann jederzeit zwischen den einzelnen Stories hin und her switchen. Hier sieht man also die ursprüngliche Mindmap und hier die zweite Mindmap nach der Prompteingabe, die nun den Zweig Desinformation nicht mehr enthält. Mit Klick auf Edit können auch kleine Änderungen vorgenommen werden, wie zum Beispiel Formatierungen. Es kann auch die Farbe geändert werden und es kann auch ein Text rausgelöscht oder verändert werden. Und danach klickt man auf Save Changes und die Änderungen werden gespeichert. Verschiedene Icons, die automatisch hinzugefügt werden, sorgen für eine zusätzliche visuelle Orientierung und können auch das Lernen unterstützen. Die Grafik kann dann als PNG-Bilddatei heruntergeladen werden oder über die Share-Funktion per Link an andere weitergegeben werden. Ähnlich wie mit Whimsical lassen sich auch mit MyLens sogenannte Flowcharts erstellen. In der kostenlosen Version lässt sich ein erstelltes Flowchart zweimal per Prompteingabe ändern. Das bedeutet, in der kostenlosen Version können mit Stand Oktober 2024 pro Tag 3 Stories erstellt werden. Mit dem Online-Tool Napkin kann man hochwertige Grafiken aus Texten erstellen und das aktuell im Oktober 2024 völlig kostenlos. Das Tool verarbeitet auch längere Texte und generiert rasch passende Visualisierungen. Besonders praktisch, die Grafiken lassen sich unkompliziert anpassen. Das ist ideal für Präsentationen, Lernmaterialien oder Websites. Um Napkin nutzen zu können, muss ich einen Account erstellen oder einen vorhandenen Google-Account nutzen. Bin ich eingeloggt, kann ich mir entweder einen neuen Text generieren lassen oder ich gebe einen eigenen Text ein, zu dem ich passende Grafiken generieren möchte. Ich zeige das einmal anhand eines Textes von Erwachsenenbildung.at zum Thema Digitalisierungsskepsis. Ich wähle einen Absatz aus, den ich gerne grafisch darstellen möchte und klicke auf das Blitzsymbol. Napkin schlägt mir daraufhin verschiedene Optionen vor, aus denen ich eine auswählen kann. Ich finde zum Beispiel die Grafik zu den Offlinerinnen und Aussitzerinnen besonders passend und wähle sie aus. Im nächsten Schritt bekomme ich jetzt verschiedene Designoptionen vorgeschlagen. Das ist insofern praktisch, als ich dann verschiedene Grafiken erstellen kann, die dann auch vom Layout gut zusammenpassen, zum Beispiel für eine Präsentation. Es kommt wahrscheinlich oft vor, dass ich bei den generierten Grafiken ein paar Details ändern möchte, damit sie gut in den Kontext passen.
Auch dazu bietet Napkin vielfältige Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel Texte ändern, Icons durch andere Icons ersetzen, die Farben anpassen oder einen Rahmen hinzufügen. Wenn ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, klicke ich auf das Download-Symbol und kann mir noch das Format und andere Parameter aussuchen. Gemäß den Nutzungsbedingungen von Napkin erhält man die Rechte an allen erstellten Inhalten und darf die erstellten Grafiken auch kommerziell nutzen. Napkin behält sich eine Nutzung der Inhalte vor, jedoch nach eigenen Angaben nur zur Verbesserung des Programms und nicht zu Marketingzwecken. In Summe kann man sagen, Visualisierungen sind mit künstlicher Intelligenz deutlich einfacher und schneller zu erzeugen. Dafür haben wir uns in diesem Video grundsätzlich zwei Vorgangsweisen angeschaut. Die erste Vorgangsweise ist das Visualisieren von Inhalten, die gleichzeitig auch von der KI generiert werden. In diesem Fall muss man natürlich kontrollieren, ob die Inhalte korrekt sind und ob vom KI-Modell passende Schwerpunkte gesetzt wurden. Der zweite Fall, die zweite Vorgangsweise, betrifft das Visualisieren von Inhalten, die man dem KI-Modell selbst zur Verfügung gestellt hat, zum Beispiel mit einem Datei-Upload. Hier ist wichtig, keine sensiblen Daten hochzuladen und beim Output kritisch zu prüfen, ob die vorgeschlagene Darstellung wirklich Sinn macht. Das heißt, es geht wie immer bei der Arbeit mit generativer KI ums kritische Mitdenken und gegebenenfalls darum, das Produkt selber noch nachzuarbeiten. Und mit diesem kleinen Disclaimer wünschen wir Ihnen auch diesmal wieder viel Spaß beim Ausprobieren. Thank you.